Hallo Leute und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Play BeamLG Drive. Wir sind mal wieder auf der Tough Truck Map. Und bevor wir anfangen, würde ich nur kurz darauf hinweisen, es gibt ein neues Let's Play auf dem Kanal. Wie angekündigt, Let's Playen wir jetzt Need for Speed Most Wanted. Würde mich sehr mal freuen, wenn ihr mal kurz das Video, also das Video später guckt oder so, oder morgen oder wann auch immer, mal oben rechts jetzt, wenn ich dran denke, drauf klickt auf die Benachrichtigung zu Need for Speed Most Wanted. Ich denke, das gefällt euch. Danke. Also, wir wollen heute ein bisschen offloaden. Wir werden nicht nur nicht nur unsere DCG-Variante benutzen, sondern auch mehrere verschiedene. Und ich dachte mir, ich zeige euch mal das 742 PS hat die GCG-Variante und 827 Pound Feet of Torque. Also, ordentlich. Zuerst normal hat der Motor 242 und 268, aber durch den Supercharger haben wir einfach so extrem viel. 750 PS effektiv. Das ist schon einiges, sag ich mal. Also kein Wunder, dass das Ding so ein Monster ist. Und wenn wir hier mal jetzt... Oh, das wird ein böser Crash. Au. Au. Au, ich glaube, wir positionieren das aber mal. Ja, wir positionieren das mal nach oben. Das war der... ja, du gehst mal... Da solltest du besser auf oben sein, oder? Ne, da siehst du scheiße aus. Weil der Link stört mich das gerade ein bisschen. Ah, du kannst aber auch sowieso noch kleiner machen, oder? Ja, da kennen wir die Torque nicht mehr so gut, aber... So ist besser. Jetzt haben wir ein bisschen kleiner gemacht. Ah, jetzt können wir rüber. Naja. Ignorieren wir das kleine Fältchen. Gut. Wir wollen aber auch, wie gesagt, andere Varianten nehmen und nicht nur immer die gleichen. Wir haben ja nämlich einige coole D15 und Roma-Varianten vor allem. Wir fangen aber mal an mit der D15 Pick-Variante. Pick hieß sie, glaube ich. Die absolut krass auch war. Ich glaube nicht ganz so krass wie unsere GCG-Variante, aber trotzdem. Wo haben wir es denn? Wir hätten Stubby und wir hätten Pig, genau, die Pig-Variante. Dann nehmen wir sie in grün. Verdant Green. Auch eine Farbe, die wir generell selten benutzen. Wollen die mal hier ein bisschen rumtesten. Da links haben wir schon mal gleich den Parcours. So, der hat jetzt auch den Schnorchel drin. Genau, den wollten wir auch noch bei uns reinmachen. So, hier ist natürlich kein Problem für die Trucks, hier rüber zu fahren. Oh, aufpassen, bremsen, bremsen, bremsen. Und so, hier mal sehen. Ja. Naja, mehr oder weniger, wenn wir nicht runterspringen, würde das auch wunderbar klappen. So, und hoch und... Oh, ins Wasser. Das war ein böser Aufschlag. Aber hat nichts beschädigt, zum Glück. So, ich liebe es. Weil ganze Suspension Travel und so weiter haben und Suspension Flexing. Und auf zwei Rädern ein bisschen. Ah, das ist so schön. Und jetzt mal Slow Motion angucken. Sieht generell gerade cool aus. Ist schon ein... Monster-Teil auch, ne? Also das ist die 15 Pick. Ich finde, unser ist ein bisschen beeindrucksvoller, aber trotzdem kriege ich die Federung an. Gucken wir uns mal hier gleich an. So, oh, da prallen wir aber trotzdem auch, weil wir sehr schlecht landen. Und jetzt müssen wir aufpassen, dass wir nicht uns überschlagen. Konnte ich gerade noch rüberlenken. Haben wir das beschädigt? Nee. Puh, dass das gut ausging, ist ein Wunder. So, da springen wir jetzt natürlich ganz schön. So, wollen wir hier mal durch... Und da wieder eine sehr böse Landung. Da muss ich ein bisschen aufpassen, wenn wir da fahren. Aber okay, wir haben ja noch mehr. Machen wir unsere krassen Lichter an oben. Ach, das ist so ein Rennkurs. So eine Rennstrecke halbwegs. Ich glaube, jetzt lenkt er aber ein bisschen in irgendeine Richtung. So, und der hat natürlich auch ganz schön Kraft. 504 PS, ein bisschen weniger als unser anderer, die 15. Und das ist selbst für den Schnorchel jetzt zu hoch. Aber es ist durch das Schrägset. Verdammt. Okay, das war jetzt weniger gut. So, und das passiert unserem D15 auch nicht, dass er sich so leicht überschlägt. Ja, bei dem muss man mehr aufpassen, was man tut. So, hier einmal runter und wieder hoch. Schön mit Kraft, damit wir einmal rüberkommen, genau. So. Okay, und jetzt mal von hier. Ich glaube, es ist hinten eigentlich, ne? Ja, eigentlich fährt man auf der anderen Seite entlang, aber... Die... Ha, 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 ha. Die 15 sind gut genug, dass sie das einfach so schaffen. So, und hier 30, mal eben drüber, von eher gesagt mit 40. Und hier fahren wir jetzt mal mit 70 lang. Kein Problem, ist unglaublich. Also die sind schon krass, die Offroad-Fahrzeuge, die wir hier haben. Das dürfte jetzt ein bisschen problematisch werden. Oh, ja. Aber wir haben zum Glück einen Überrollkäfig drin, der uns hier vor dem Schlimmsten bewahrt.
das wäre unangenehm gewesen. Das wäre echt unangenehm gewesen. Wechseln wir aber mal zu einem Roma. Würde ich sagen, Roma, wo haben wir dich? Da. Von dir haben wir auch krasse Offroad-Variante. Beziehungsweise wir haben die Offroad-Variante, das ist so ziemlich, ne? Wobei die Offroad-Variante vom Roma ja auch schon ganz schön extrem ist. Wie viel PS hat die denn? Und mal gucken, die hat auch den gleichen Motor dann. 504, 567. So. Ist auch der gleiche Motor, den wir in unserem D15 drin haben. Wir haben nur noch einen anderen Supercharger drin. Weil die waren auch 242, 268. So, also der hat hier schon einiges mehr Probleme. Aber der ist auch nicht komplett, nicht ganz so offroady wie unser. So, hier entlang. Aber trotzdem, schlägt sich auch ganz gut, würde ich sagen. Wollen wir hier mal irgendwie rüberkommen? So, hier ist ganz leicht jetzt. Perfekt. Oh, Sprung. Oh, ganz schön ordentlicher Sprung. Gehen wir mal hier durch die Büsche. Komm, lass mich durch. Danke, sehr, sehr freundlich. Und nicht überschlagen. Oh. Wollen wir hier mal mit Vollgas. Mal sehen, wie schnell werden wir. 50. Das wird aber ein böser Aufschlag, ja. Das war böse. Weil wir keinen Schutz hatten mit dem Aufschlag sozusagen. Dreh dich mal. So, okay. Aber er versucht's noch. Schlägt sich wacker. Er versucht's. Oh, okay, jetzt kam der nächste Überschlag. Okay, das ist dann doch zu viel für den. So, können wir den höher setzen? Das können wir gleich mal probieren. Wir wollen hier nochmal ein bisschen lang. Da haben wir noch mehr verloren. Boah. Oh, durch, unten und... Werden wir jetzt mal einen coolen Überschlag machen. So, jetzt sollte... Über geht's den Überschlag? Nee, noch nicht. Doch jetzt. So, okay, drehen wir dich mal rüber. Wenn du willst. Wäre freundlich. Klick. Gut. Und dann wollen wir mal gucken, ob wir den noch höher setzen können. Tuning. Naja, ist fast auf 100. Setzen wir dich trotzdem noch ein bisschen höher. Applyen wir das mal. Das ist genauso da mit der Linie. Und jetzt, okay, jetzt haben wir eine andere, aber jetzt ist er trotzdem höher. Und jetzt würde ich mal, machen wir mal alles auf Höchste. Das dürfte ganz schlimm sein. So, einfach alles ganz hoch setzen. Front Spring Rate. Mal sehen, wie er jetzt reagiert. So. Das dürfte ja ziemlich hart sein, oder? Ja, ist ja ziemlich hart. Autsch. Und mal sehen. Schaffen wir es damit überhaupt irgendwo hoch? Weil sehr viel springen dürften. Komm. Ja, kriegt dadurch halt eben nicht den Grip, den er braucht. Nee, das wird nix. Können wir uns aber hier mal lang fahren lassen. Und. Boah! Und Aufschlag, Überschlag, tot, weg. So, und wenn wir jetzt hier das komplett runter machen, alles, außer natürlich die Höhe der Federn, Federung. Ich denke, dann dürften wir schon so ein bisschen in den Federn drin sitzen. Mal sehen. Apply. Und. Ja, wir sitzen ganz schön drin. Vor allen Dingen vorne, oh Gott. Und vier Federn tut es jetzt nicht wirklich. Aber in halbem Loch. Okay, mal sehen. Das dürfte ja wahrscheinlich auch nicht hoch. Beziehungsweise. Er macht sich, glaube ich, besser als der andere, oder? Okay, wir springen ziemlich viel auf und ab gerade. Komm, gib Gas. So, ich muss mir erstmal irgendwo die. Oh, nein, 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 nein. Okay, runter, runter, runter. Autsch, au, au. Okay, ist natürlich jetzt etwas ineffektiv, so wie wir gerade fahren. Also eben schön, dass man das alles einstellen kann. Und oh, kaum frontlastig dadurch, wenn wir hinten schon so abspringen. Irgendwas haben wir geschrottet, ich weiß nicht was. Autsch, autsch. Oh Gott. Oh. Unseren Schutz unten abgehauen und alles weg. Okay, hier nochmal rum. So, ich denke, wir werden es dann aber auch für heute sein. Lass wir noch mal einen schönen Crash hier machen. So, richtig schön fahren will er auch nicht mehr. Okay, und... Ja, krass. Auf jeden Fall, denkt dran, Need for Speed Most Wanted ist auf dem Kanal. Würde mich echt freuen, wenn ihr da mal reinguckt. Ich bedanke mich für euch fürs Zuschauen. Auf's Kanal seid, tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer GCG. Ciao.